So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir sind hier aktuell am Rumbasteln und ich habe so die Idee, dass wir hier draus, dass wir mal eine kleine Version von dem Ding hier noch bauen. Aus einem ganz, ganz simplen Grund, dass wir den in die Automatisierung mit einbringen können. Die Idee ist mir vorhin gekommen, wir werden vielleicht dann oben irgendwo noch so ein Gebiet bauen, wo wir das errichten können, oder da hinten draußen, wo wir zwei bauen, einen der Ingots herstellt und einen der Blocks herstellt. Und dann haben wir ja im Grunde, ich würde immer Blocks herstellen, ein ganz simpler Grund dahinter ist, dass halt das ganze System hier gut funktioniert mit den sonstigen Techniken, also mit den, dass wir, was ist da jetzt drin? Seared Stone. Jetzt brauche ich Casting Basin wieder. Oh, wo gehen den schon mal zu dir auf die Schnelle? Nee, aber dass wir sozusagen das automatisiert hinkriegen können, dass der das automatisiert alles durchlaufen lässt. Das sollte relativ gut hoffentlich funktionieren. Hoffentlich. Was habe ich mit dem Ding jetzt gemacht? Nein, das soll da nicht rein. Cars. Da haben wir noch eine drin. Gut. Aber bis wir das ganze System natürlich hier gewechselt haben, würde ich das halt gerne noch als Mix-System für mich lassen oder sowas. Und dann können wir vielleicht die größeren wirklich so drauf trimmen, dass sie genau dieses eine, die eine Stück genau in der Menge abmessen und benutzen oder verarbeiten können. Das ist ein Casting Table. Warum habe ich denn Casting Table jetzt? Habe ich gerade das. Ich will sowas nicht mit so einem Casting Basin haben. Scheiße, kann ich hier gar nicht bauen, okay. Dann brauche ich schon das neue System. Das ist halt jetzt der Umstellung, ne? Casting. Ich habe noch natürlich das Terminal noch nicht gehabt. Schauen wir mal, Casting Basin. Fehlen mir jetzt natürlich die Blocks. Und die Blocks müssten wir aus Grout schmelzen. Und Grout müssten wir wieder herstellen. So bedeutet. Habe ich vielleicht noch ein Besen? Ja, habe ich noch schon. Ist schon hier drin. Im System gelagert bereits. So ist das. Gut, dann starten wir das Gerät nochmal. Weil so viele Sachen wie hier noch drin sind, ist natürlich ordentlich. Dann gehen wir hier nochmal. Iron. Bisschen Iron Ember in Auftrag. Wird nochmal auf 200 setzen. Craft. Die sollten auch in kürzester Zeit wieder dann ins System hier reinfließen. Und dasselbe auch hier machen. Das wird natürlich noch alles sehr, sehr interessant. Das werden auch relativ kleine Smelteries, also nicht so große Dinger, die werden 2x2 groß. Also da muss ja nicht eine Masse rein. Es muss halt Lava reinkommen, also Lavapumpen müssen wir hinpumpen, Lava müssen wir hinpumpen. Und genauso wie, dass wir halt die Systeme hier dann ausrechnen müssen, wie viel in sowas reingehört. Das muss dann halt noch berechnet werden. Aber das, fürs Erste brauchen wir einfach wieder Iron. Und wenn wir Iron haben, dann stehen wir schon wieder gut da, weil wir dann an unserem Crafting-Teil hier sagen können, um Iron oder ein Ingot herzustellen, Iron Ingot, den hier musst du einfach das hier machen und mit diesem Pattern kann er uns jetzt natürlich dann Sachen herstellen, beziehungsweise dann wieder Sachen umwandeln, wie wir es brauchen. Ich weiß gerade nicht mehr, was wir das eigentlich hatten oder warum wir, was an Iron uns gefehlt hat, für was uns Iron gefehlt hat.
Aber auf jeden Fall können wir sie jetzt herstellen. Auch die 64er-Module hier. Ich könnte jetzt noch gucken. Eins. Natürlich, die ganzen Systeme fehlen jetzt hier noch. Die müssen wir noch anbringen. Das Coole ist, die Crafting-Unit kann das halt super herstellen in Zukunft. Und wir sind da gut auf dem Weg. 35 Blocks sind hier drin. Wir machen pro Schlag gleich 6 Blocks dann. Aber das Ding wird auf jeden Fall gerade voller, wie es ausschaut. Es wird auf jeden Fall immer voller. Holy sch... Müssen wir gucken natürlich, wie viel so eins am Ende sozusagen, wie viel ein so ein Block an Ressourcen ausmacht. Weil je nachdem tun wir die natürlich dann hinzufügen. Wir müssen das berechnen lassen. Je mehr Blocks, desto höher natürlich der Umsatz. So, warum darf ich eigentlich nicht hier craften? Das interessiert mich immer noch. Warum fehlt mir hier das? Jetzt darf ich. Start. Dann war es vorhin einfach wahrscheinlich ein Fehler. Genau, wir wollten hier eigentlich mit Quartz das ganze System einmal abspielen. Ein Quartz bringt ein Crushed Quartz. Gut, dann tun wir das genau hier einmal in das Pattern reinlegen. Ein Quartz macht ein Crushed Quartz. Es kommt ins Interface hier rein. Und dann würde ich halt gerne nochmal schauen, wenn ich dich hier reinpacke, ja, dann wirst du zu Fluix Dust. Oder wir können hier gleich nochmal ein zweites Ding machen, das wir wieder rausschalten, wenn wir das nehmen. Ah, nee, das war falsch. Entschuldigung, nein, das war auch falsch. Einfach nur einen brauchen wir hier von das hier. Macht das hier. Dann kommst du hier raus. Dann bist du. Wo ist das Pattern? Ah, sei ich schon hier rein, ne? Gut. Zack. Dann sind die auch hier drin. Und dann, rein theoretisch könnten wir hier zum Beispiel eine Chest zwischenschalten, der das wieder verteilt, oder einen Hopper, der so verteilt oder sowas. Ein Splitter und weiß der Kuckuck was, geht natürlich alles. Aber so finde ich das gerade ganz, ganz praktisch. Jetzt brauche ich bloß nur noch ein Upgrade. Get applied. Dann machen wir ein Capacity Upgrade. Dankeschön. Das muss in das System hier rein und dann muss das hier rein und das hier rein. Gut. Dann gehen wir aufs Interface, tun die Sachen hier rein. Und dann probieren wir es doch gleich mal. Wir wollen 100 Crushed Quartz herstellen, ist verfügbar. Dann produziert er. Aufgefüllt. Natürlich, jetzt fehlt noch hier das Speed Upgrades und alles drum dran. Können wir noch voll auf leveln rein theoretisch. Wir tun die Kombi wieder aktivieren, Speed Upgrades haben wir hier ordentlich welche. Was passiert? Je schneller natürlich das Ding ist, desto geiler ist es für uns. Energy. Energy Upgrades, das hier. Da fehlt uns noch das Refined Obsidian. Ah, so wird das Ding halt ordentlich flott fertig. Wenn wir dafür noch ein Speed Upgrade reintun, dann sollte das auch in der Geschwindigkeit passen. Unsere Crafting-Prozessoren werden natürlich in Zukunft dann verbessert, weil dann können sie komplexere Systeme machen. Also so ein 64er ist natürlich schon komplex, aber wenn du es noch härter heraustreibst, brauchst du natürlich extrem viel komplexere Systeme, die wir dann natürlich noch nicht haben. Energy ziehen wir hier ordentlich raus. Holy shit. Powerpool liegt mal 1000. Hups. Jetzt haben wir hier den Smelter. Den müssen wir auch noch ready machen. Le Smelting System. Wir brauchen auch wieder ein ME Interface auf der Rückseite. So, wie haben wir jetzt das gemacht? Ich glaube, in dem Fall war es auch so. Ne, wir brauchen aber einen Import-Bus nochmal. Out of range. Wir brauchen einen Import. Haben wir nicht.
Import. Ein ME Import Bus fehlt uns jetzt da. Ja, hier, okay. Ja, von denen können wir einige machen. Das ist kein Problem. Zack. Erledigt. ME Import Bus. Genauso werden wir schauen, dass wir in Zukunft Flüssigkeiten in das System reinpumpen. Bedeutet, die Wasserproduktion und alles läuft dann über das System direkt. Macht es natürlich noch ein bisschen bestrebender. So, ME Import Bus. Du hast schon dein ME Interface auf der Rückseite. Perfekt. Dann wird das Ganze jetzt angeschlossen. Zack. Schon hängen wir dran. Und wenn ich mir jetzt zack, hier hingehe und ein bisschen Quarz hole, mal kurz zum Testen. 1000 sind hier gerade im System. Oh, es regnet aber, keine Ahnung, es leckt mittlerweile schon. Vielleicht übertreibe ich es auch mittlerweile. So, schauen wir. Wenn ich ein Crushed Quarz habe, dann kriege ich daraus ein Silicon. Auch direkt importiert wird. Auch nicht schlecht. Das ist doch praktisch. Dann muss ich nur noch sagen, okay, wenn ich eins von dir nehme und dann kriege ich ein Silicon raus. Fertig. Das muss ich dann hier unten so einmal ins System speichern. Bedeutet, ich kann jetzt dem System natürlich hier sagen, hey, der macht das hier, macht das weiter und kann dann hier drunter unter warum ist da kein Crafting? Wahrscheinlich, weil ich es so machen kann. Sag jetzt nochmal 1500 oder 1200 und sag jetzt Start. Jetzt hat er den Auftrag erhalten und kümmert sich hier drum, dass das System natürlich läuft. Ich glaube, das haben wir noch nicht geupgradet und alles. Der Energized Melter ist natürlich ein bisschen langsam. Schauen wir mal Speed. Oh, wo ist denn das Zeichen wieder von denen? Ah, die müssen wir natürlich auch noch einfügen. Hahaha. Ja, haben wir die Speed Upgrades noch hier oder sind die noch woanders? Speed. Ja, ist auch Speed richtig schon. Ah, nee. Vielleicht können wir es aus dem anderen Printer rauslocken. Wir vorne haben, den haben wir sicher schon geupgradet. Der wird auf 0 runtergesetzt und den hinten haben wir hoch. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Dann kriegt der jetzt erstmal die Speed Upgrades reingepumpt. Energy hat er schon drin. Energy ist schon 8x8, okay. Also wir haben ihn sehr effizient gemacht, aber dafür vergessen, ihn überhaupt nicht verwendbar zu machen. Gut. Die Enrichment Chamber, da müssen wir dann noch sagen, dass die Seedlings, also diese Nether Quartz Seeds, da gezüchtet werden. Vorteil ist, wir können ja jetzt dadurch, dass wir hier das System haben, wo ist jetzt die Kabellage, den Energy Importer abschalten. Wir haben jetzt ein temporäres Kabel runter, damit ich den hier abschließen kann. Dann schließe ich das hier mal ab. So. Dann brauchen wir ein ME Interface wieder und einen Importer. Ist mein Importer schon wieder ausgegangen? Oh, come on! Als ob ich schon wieder keinen Importer habe. Ah. So, okay. Hier machen wir Import. Schauen wir nochmal schnell. Lila. Output. Okay, das passt schon. ME Interface. Ist auf der Rückseite rot hoffentlich. Nein, das muss hier hin. Rot, okay. Dann schließen wir das ans System an. Und dann kriegst du von mir den ganz
simplen Infostand-System. Wenn du einen von diesen Seedlings hier nimmst und einen von denen, passiert genau das hier. Und das tun wir jetzt in diese Maschine hier einflüstern. Dann pumpen wir die ganzen Sachen rein, die wir haben. Und unter Crafting, wenn wir das Speed natürlich rausnehmen, sollten wir jetzt die hier craften können. 200 sind nicht verfügbar, weil wir nur Available 64 haben. Dann machen wir doch 64, wenn wir die schon haben. Gehen hier auf Next. No crafting and CPUs are available. Oh. Ich habe gerade meine CPUs ausgelastet. Mit einem Auftrag. Super. Bedeutet, wir müssen mehr CPUs auf jeden Fall craften, damit die den Auftrag übernehmen können. Genauso müssen wir die ganze Kabellage hier mal abstecken. Was macht denn der noch? Gerade das letzte Stück, was er noch machen musste. Der letzte Akt sozusagen. Dann stecken wir das ganze System jetzt ab. Nein, nicht schon wieder. Oh. Habe ich noch Cobblestone? Nein, habe ich natürlich nicht. Idee wäre jetzt dahinter, dass wir ohne Probleme in Zukunft craften können. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, wäre es blöd. So. Das wird noch interessant. Vielleicht machen wir es bei denen echt so, dass wir das hier so lassen. Wenn es eh schon hier so angesetzt war. Haben wir hier ein ME-Interface hin. So, was war hier? Inscriber Logic. Waren das die Golddinger, die ich gepresst habe? Wo ich Gold für brauche, das müssten die gewesen sein, oder? Schauen wir mal, Kombination. Da habe ich ein bisschen Gold. Genau, der macht hier Gold. Logic. Perfekt. Bedeutet, ich kann jetzt sagen, ich nehme jetzt hier einen Goldbahn noch, um, geh weg, das hier zu craften, brauchst du das hier, speichern. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Importer wieder. Plight Import, von denen sollte ich mir echt mehr machen. Ah, warte mal, ich habe das ganze Eisen dabei, ne? Jetzt fehlt mir das wieder. Ja, so eine Umstellung ist halt kacke. So. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf der Rückseite von allen diesen Geräten. Ich habe auch kein Interface mehr, ne? Oh. Import-Buses anbringen. Und deswegen meine, dass wir das noch eins nach drüben führen. Dann kann ich das hier nicht abreißen. Dann schaut das ein bisschen ordentlicher aus. Du
Du kriegst von mir dann die Info, du sollst nur das hier absaugen. Von mir das Pattern hier rein. Dann sollte ich jetzt hier ganz, ganz easy sagen, machen wir 20. Aber es ist immer noch kein Processor available. Weil er komplett überfordert ist mit einer Aufgabe. Wie schön. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Interfaces. Alter, die Interface-Welt wird sich auch über mich freuen. Ey, so viele Interfaces, wie ich mache aktuell. Interfaces. Jetzt fehlt mir natürlich wieder... Da ist eine Crafting-Unit. Ich brauche Interface und brauche das hier. Ah, das könnte ich machen. Hätte ich freie Processing-Units. Warum ist das Ding so überfordert? Ist es von der Menge oder... Irgendwie überfordert den das komplett. Er sagt 18 Minuten noch. Berechnet er damit das? Think Storage and Co-Processing Unit. Crafting Unit. Schau mal. Crafting. Machen wir eine 4K in dem Fall. Kann ich den Auftrag abbrechen? Geht das? Cancel. Gut, dankeschön. Kannst du mir eine 64er machen? Eine nur. Geht nicht, okay, weil hier fehlt. Kannst du mir noch eine 4K machen? Und dann hätte ich noch gern so ein Co-Processing in der Co-Processing Unit. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht, ne? Crafting. Co. Processing Unit. Davon hätte ich gerne 3 Stück mal. Und dann Crafting Monet. Kann ich gerade nicht, weil das fehlt. Deswegen freue ich mich auf die Automatisierung. Okay, schauen. Oh Gott, was leckt denn jetzt hier so? Co-Processing, Co-Processing. Bildschirm. Dann schließen wir das Gerät hier oben an. Dann hätten wir 2 Maschinen. Er hätte sogar 2 Prozessor. Ich würde den auch mal umbauen und halt noch eine Unit geben in dem Fall. Vielleicht können wir die in Zukunft zusammenbauen, weil wenn wir jetzt die dazwischen setzen, geht ja gar nichts mehr. Jetzt haben wir 2 von diesen... ja, interessanten Maschinchen. Kann man jetzt mal den Text hier oben rauslöschen. Gehen unter rein Crafting. Ich würde gerne, dass du mir jetzt sich Crushed Quartz machst. Start. Und dann noch 20 davon. Start. Ah ja, und noch 20 davon. Geht nicht, weil alle No Crafting, alle CPUs sind not available. Was ist mit der CPU? Ist die nicht frei?
Also so ganz, glaube ich, habe ich es noch nicht so ganz gecheckt, oder? Arbeitet die und die ist fertig. Schau mal, die wird jetzt wahrscheinlich gucken, wie lange so eine Runde dauert. Bis das System uns ansetzt. Und dann sagt er mir, ja, schnell, in 2 Minuten sind wir fertig wahrscheinlich. Ah, jetzt sagt er 1 Minute. Cool. Funktionieren tut's auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall dauern, bis das Ganze fertig umgestellt ist. Man sieht schon, die Verkabelung hier ist Horror. Vielleicht sollte ich doch noch mehr Fluix Dust aufgeben. Vielleicht wäre eine Menge gar nicht schlecht gerade. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar ME Interfaces erzeugen. Wo sind die ME Interface hier nochmal? Na ja, genau. Warte mal. Oh, ja, was? Gut, da haben wir jetzt fürs erste wieder ein paar. ME Interface. 15 Stück. Umwandeln. Dann setzen wir den nicht hier überall an. No, das war nicht der Plan. Aber okay, dann können wir halt kurz das hier hinsetzen und dann so. So. Und so. Dann sind die alle angeschlossen ans System. Jetzt muss man nur immer gucken, inscribe Calculation. Calculation war gleich Quartz. Waren das die Quartz-Dinger hier? Ich sollte vielleicht echt mal so ein WLAN-Accept hier machen. Sehe ich den hier jetzt so auf die Schnelle, wenn ich mir Wireless Access Point. Ah, dafür muss ich wieder diese komische Antenne hier basteln. Und für die komische Antenne fehlt mir gerade Kabel. So, Antenne. Und aus der Antenne wird ein Access Point. So. Stecken wir jetzt mal hier an, dann haben wir hier WLAN. Ich wollte gerade einfach Quartz. So ein stinknormales Stück Quartz. Gib mir 2, dann kann ich, wenn ich eins verarbeitet habe, das andere direkt da hinten reingeben. Oder ist das Diamond? Was ist meine Interface? Jetzt nehme ich die Antenne schon mit und dann vergesse ich. Wie out of range. Das verstehe ich noch nicht, warum bin ich so schnell aus out of range. Das ist irgendwie weird. So. Hä? Inscriber Silicon. Du bist unser Silicon-Gerät. Gut. Dann informieren wir das da hinten, dass es nur das Silicon abziehen soll. Out of range, das ist doch echt lustig. Dann sage ich dem da oben, das ist Silicon. Das bringt sie gar nicht, weil ich muss ja sowieso hier hingehen. Also bin ich schon schlau, ne? Silicon hier rein. Das Modul hier rein. Dann pressen wir das. Das ist was anderes. Inscriber Silicon Press. Oh ne, hier, die muss ich hin. Jetzt sollte ich Silicon-Sachen pressen können. Engineering Press. Das ist die mit Diamanten. Gut. Oder du machst. Gibt das Ding wieder mal ein Diamond-Zeug her? So, dann kann ich dich jetzt hier nehmen. Ein Diamant macht
das hier. So, noch ein bisschen Quartz das mal mitnehmen, so. Damit die nicht nachher außersehen das falsche Zeug rauspumpen. Nehme ich immer. Ich bin schlau. Bin schlau, warst du das? Ja, du warst es. Bin schlau, 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 schlau. Ich hab's so falsch reingepackt. Und dann kommt hier in den Filter das rein. Gut. Silicon, dich habe ich schon beschriftet. Du bist, da können wir alles Mögliche dann rein tun. Oder hier kommt einfach alles auch raus. Alter, wie groß ist diese beschissene Range eigentlich? Wie klein. Ist echt nicht feierlich. Bei dir habe ich noch nicht rausgefunden, ne? Ah ne, da brauche ich die Pure Neverite Crystal. Oh, ich bin dumm. Die brauche ich dafür. Kann ich einen kleinen zweiten mitnehmen. Kann das wahrscheinlich einfach auch direkt mal als ME-Pattern hier abspeichern, weil ich habe ne, ich habe doch, ne, habe ich keine mehr. Scheiße. Wie war denn das? Was hast du hier? Ja, das hast du. Mal kurz durchpressen lassen. Ich jetzt? Nein. Da müsste sich das doch aber jetzt hier drin befinden, oder? Wo ist es hin? Okay, ich tue dich jetzt hier als. Dann kann das nicht absaugen. Dankeschön. Gut. Kommst du hier hin? Aha, jetzt. Es war vorhin nur nicht refreshed. So. Und so. Das Pattern ist ein kurzes Diamant-Pattern checken. Create one printed engineering circuit with them, genau. Und dann machen wir jetzt das hier so. Wir brauchen die Silikonteile. Wir brauchen Redstone. Immer einen Redstone. Muss ich auch noch verändern dann. Also ein Redstone muss hier rein. Weil wir machen jetzt die Endplanung sozusagen. Damit die Platten erzeugt werden können. So, wenn ich jetzt sage, du musst hier rein und von dem muss auch immer eins rein, dann kriege ich so eine Platte. Ne, zwei kriege ich davon nicht. Das ist jetzt eine falsche Berechnung, mein Freund. So. Dann haben wir hier das erste Pattern schon mal wieder. Gut. Als nächstes müssen wir das rausnehmen und das rausnehmen. Eins von denen und eins von denen in den Pattern. Dann müssen wir das hier rausnehmen. Eine von den Platten hier und eine von den Platten hier. Das brauche ich wieder kurz mal von Crafting-Seite aus. Ein paar leere Blankets bitte schnell. Kriege ich die bitte? Müssten die ja gleich wieder im System sein. Dankeschön. Und dann können wir die noch nehmen. Dann brauche ich bitte ein Capacity Upgrade hier noch. Ah, das darf ich hier natürlich nicht machen. Warte mal. Capacity Upgrade. Und noch ein Speed Upgrade tun wir einfach noch rein. Dann nehmen wir die alle mit.
Und nehme von jedem noch eins kurz mit ins Inventory. Wo sind die ganzen anderen jetzt schon wieder hin? Das ist Redstone, das ist Diamond. Ah, da ist die Calculation, okay. Und es müsste die eine leere sein. Ich soll mir Speed und KP Ding upgrade und da kommt ihr alle rein. Gut, bedeutet, wenn wir jetzt meinem System aufgeben, hey, wir brauchen bitte das hier 10-mal. Dann sagt er mir, okay, Quartzglas ist missing und Glowstone Dust. Was haben wir denn an Glowstone drin? Glowstone. Und wie machen wir Glowstone? Glowstone Dust machen wir, indem wir... Okay, wir werden Glowstone wahrscheinlich so herstellen. Richtig, genau. Leute, wir müssen das jetzt hier unten erstmal ins Crafting Pattern reintun. Und dann müssen wir natürlich noch Glowstone Dust beschreiben, das so herstellen. Dann bringen wir das schnell zu unseren Prozessoren. Oh, die Folge ist wieder ein bisschen zu lang geworden. Da wir wollen ja hier einen groß genugen Auftrag erstellen können. Okay, und Quartzglas ging wie? Quartzglas ging so. Bedeutet mit einem bekannten System schon, jetzt müssen wir nur noch Glas. Das müssen wir rein theoretisch nur noch Glas erklären, wie man Glas macht. Im Ofen. Dann machen wir es einfach ganz simpel, das machen wir dann danach. So. Wenn wir klären, dann sollte das hoffentlich passen. Alter, die Folgen werden viel zu lang. Wenn ich interessiert, ich wirklich hype bin auf irgendwas, dann passiert das. Kann ich jetzt hier bitte auf zurückgreifen und dann sagen, okay, lasst mich 20 von dem erschaffen. Dann sagt er, wir haben zu wenig Redstone. Oh. Okay, wenn ich sage, okay, lass uns einfach 10 erschaffen. Dann sagt er, geht das. Aber wir haben nicht genug Crafting-CPUs dafür. Nur Crafting-CPUs available, die in der Masse arbeiten können. Bedeutet, wir müssen hier erst Upgrades schaffen. Beziehungsweise noch mehr Crafting-Prozessor machen. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo.